catching up. Ja, also wenn Corona angefangen hat, haben wir gedacht, ja, scheiße, März fällt aus, aber ab April wird wieder etwas gehen. Aber ja, wie die Wochen noch so vergangen sind, hat man gesehen, dass es aber weitergeht und schlimmer wird und schlimmer wird. Es wird doch einfach auf einmal alles genommen für das, was 20 Jahre gearbeitet hast. Es war von heute auf morgen plötzlich kompletter Stillstand. Also das letzte Jahr war halt eher scheiße für uns, logisch, wie für jeden anderen DJ auch. Ich glaube, ganz wichtig einmal zu erwähnen ist, dass für uns DJs, oder ich spreche einmal von mir aus, aber ich glaube, es geht in den meisten so, ist das nicht nur ein Beruf, wo man sein Geld damit verdient, sondern eben auch als Hobby. Und das ist beides in einem von heute auf morgen plötzlich einfach weg gewesen. Und das ist, hey, ist krass, tut weh und ist einfach schwer zu verkraften. Am Anfang war es ein schwerer Schlag. Ich habe mir das nicht vorstellen können, wie es sein kann, dass das sowas eigentlich möglich ist und was das eigentlich für mich als Person bedeutet. Und mittlerweile, nach einem Jahr, ich bin voll gepusht, endlich wieder etwas zu machen. Deswegen bin ich ganz happy gewesen, wenn United with Stream mich kontaktiert hat, um beim ersten Stream, DJ Stream in Südtirol dabei zu sein. Das ist ein 12-Stunden-Livestream direkt aus dem Club Max. Das ist praktisch eine Idee gewesen vom Hasselrieder Philipp und vom Stefan Subsoface. Am Anfang des Jahres haben wir alleweil mehr Nachrichten auf unsere Social Media Seiten gekriegt, wo Leute gefragt haben, wenn es wieder losgeht, wie es im Sommer mit Festivals ausschaut. Und da Festivals mit echten Leuten ziemlich unrealistisch sein, haben wir uns entschieden, ein virtuelles Festival zu machen, wo wir lokalen DJs und Festivals die Chance geben, sich zusammenzutieren, zu vereinen. Und 12 Stunden aus dem Club Max zu streamen. Wir haben da alle ehrenamtlich gearbeitet, wir verdienen mit dem Stream nicht. Wir haben das Konzept von Stream versucht ein bisschen auszuarbeiten, dass jeder kostenlos dabei sein kann, das mit so einer Nacht Late-Night-Show zu kombinieren, um es auch für die Zuschauer interessanter zu machen. Normale Veranstaltung mit richtigen Leuten im Club ist natürlich wieder ganz was anderes, wenn man die Emotionen von den Leuten sieht, sieht, wie sie mitfeiern, sieht, wie sie Spaß haben und von Alltag ausscheiden, kenne ich natürlich ganz, ganz, ganz was anderes wie das. Es ist halt wieder mal die Nase, wieder mal Clubluft zu schnuppern. Für Seil ist toll, ja. Sonst natürlich ist es absolut nicht vergleichbar mit einem normalen Club oben. Einfach zu sagen, einmal das Nachtleben ist seit einem Jahr da. Es gibt kein Nachtleben, es gibt kein Disco, es gibt nichts, keine Gastro wirklich. Wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen, dass wir auch noch da sind. Wir haben eigentlich alle von einem Tag auf den anderen die Arbeit verloren und Anführungszeichen, was musikalisch betrifft, und wir wollen einfach ein Zeichen damit setzen. Livestreams, es ist schon irgendwie cool, wieder hinter dem DJ-Pult zu stehen und irgendwas zu machen, aber ich bin ein großer Fan von Vergleichen und ich sage so, ein Livestream im Vergleich mit einem realen Festival ist einfach so, wie wenn man ein Kind einen Spielzeugkatalog und einen Christbaum legt und sagt, schau, heute gibt es keine Geschenke oder heute gibt es keine Geschenke, sondern da kannst du die Fotos von deinen Spielsachen anschauen. So ungefähr ist das. Also, es ist was, aber es ist bei weitem nicht das, was ein richtiges Festival ausmacht. Also für Livestreams an sich halte ich jetzt logisch nicht so viel. Ich finde jetzt voll geil, dass das heim gemacht wird. Bin volle froh, dass irgendwas ist, aber logisch ist das nie das Gleiche wie in einem Club auflegen und du hast die Leute vor dir, die was anschalten. Es sind einfach viel mehr Emotionen, viel mehr Feeling. So ist halt eine halbe Sache, aber es ist halt in der Zeit alleweil das Einzige, was geht, und dann machen wir das Beste daraus. Was ich am meisten vermisse, einfach das Feeling mit den Leuten. Also ein voller Club, mit den Leuten zu feiern, Leute zu treffen, mit Leuten Spaß zu haben. Und ist das, was mir am meisten gefallen hat beim Auflegen, muss ich sagen. Nicht nur ich, aber halt alle warten da stark drauf, dass wieder mal vor Light Events einfach stattfinden. Und hoffentlich ist es halt in geraumer Zeit der Fall. Einfach die Verbindung mit der Crowd und ja, hell, geht uns schon brutal auch.